Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alve und heute möchte ich dir mal so einen kompletten Überblick geben, wie ich eigentlich ein Video drehe, was ich so für Equipment benutze und. Und wenn dich das einfach mal interessiert, hinter die Kulissen zu schauen, dann bleib da einfach dran. Ja, das ganze Videodrehthema war am Anfang, als ich begonnen habe, YouTube-Videos hochzuladen, für mich totales Neuland. Ja, ich habe auch angefangen, mit Movie Maker-Videos zu schneiden und solche Geschichten. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, habe mich komplett in die ganze Materie von Anfang an reingearbeitet. Das heißt, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr hier jetzt einen professionellen Filmer, Fotografen sozusagen vor euch habt, denn ich würde mich eher als, ja, fortgeschrittenen Interessierten bezeichnen insgesamt. Wenn ich natürlich ein Video drehen möchte, dann gucke ich erstmal so, ha, worüber hast du denn Lust zu reden oder was hast du Lust vorzustellen oder den Leuten zu zeigen. Manchmal gehe ich aber auch einfach nur mit meinem Kamera-Daypack raus, ja, und guck mal, ob ich überhaupt was filme. Und manchmal entstehen dann Videos und manchmal auch überhaupt nicht. Mein Kamerarucksack dafür ist der Taschef Focus 30. Den stelle ich euch aber in einem kleinen Extra-Video mal vor. Gucken wir uns erstmal an, was überhaupt drin ist. Mein Hauptfilmset ist natürlich das, was ich gerade auch benutze, um reinzusprechen. Ja, wir sehen da die Canon 750D, eine Spiegel-DSLR-Kamera. Ich will die demnächst austauschen. Canon hat eine neue Kamera auf den Markt gebracht, die 4K auch noch anbietet und deutlich kompakter ist als diese DSLR. Aber das ist dann auch keine DSLR mehr, sondern eine Kompaktkamera, die allerdings trotzdem mit den ganzen Objektiven und so funktioniert. Das Objektiv, das drauf ist, ist ein ganz einfaches 18 bis 55 mm Objektiv. Ja, das ist mitgeliefert worden im Standardkit. Ist nichts Überragendes, funktioniert aber absolut für normales Filmen. Ich habe mehrere Stative. Mittlerweile benutze ich nur noch das Affen-Dreibein-Stativ, das jetzt gerade unter der Kamera ist. Das ist einfach flexibler. Es ist natürlich nicht so schön, dass man das einfach auf den Boden stellen kann, ja, weil ich brauche immer was Kleines, um das dran zu machen oder drauf zu stellen, eine kleine Erhebung. Aber bis jetzt hat das eigentlich immer funktioniert und vorher hatte ich immer so ein 1,5 Kilo Stativ. Das ist schon sehr anstrengend, deshalb bin ich froh, dass ich das jetzt benutze. Für den Ton habe ich oben ein Rode Mikrofon extra drauf gepackt, ja. Das wird nochmal mit einer extra Batterie gespeist. Ich habe auch noch ein anderes Mikrofon, das ich euch gleich zeige, aber das ist mittlerweile meine favorisierte Lösung. Einfach weil das flexibler ist für mich zum Reinsprechen, weil die Tonqualität meiner Meinung nach ganz gut ist, ja. Hat aber auch wieder eine ordentliche Stange Geld gekostet. Als Zweitobjektiv habe ich hier ein 50 mm Festbrennweite Objektiv, ja. Das funktioniert fantastisch, also es macht wirklich gute Bilder, ist auch ein gutes Objektiv, hat nur knapp 100 Euro extra gekostet, ja. Aber die Bilder, die ich damit bis jetzt gemacht habe, sind wirklich gut und manchmal kann ich es auch ganz gut zum Film benutzen, für so nah ran leider nicht, weil es damit nicht so nah ran geht. Das heißt, ich muss da immer ein bisschen weiter weg von der Kamera sein. Ich habe das Objektiv auch noch nicht so lange, aber ich bin bis jetzt begeistert von der Qualität auf jeden Fall. Das hier ist das zweite Mikrofon, von dem ich gesprochen habe. Das ist ein 6 Meter langes Lavalier-Mikrofon zum Anstecken, ja, auch nochmal mit einer extra Batteriespeisung. Damit habe ich angefangen und ist auch am meisten benutzt bis jetzt in meinen Videos. Jetzt wird es allerdings gerade abgelöst. Das kostet nur 20 Euro, liefert eine fantastische Tonqualität, ist aber halt anstrengend, weil man muss immer mit dem Kabel gucken, hin und her fiemeln und was weiß ich alles. Ja, das ist so mein Hauptfilm-Equipment. Ja, damit kriege ich die beste Videoqualität hin, die besten Bilder hin für Instagram, für Facebook. Übrigens gerne mal reinschauen. Und ja, dann zeige ich euch mal mein zweites Equipment, das ich für so Touren habe. Das ist meine kleine Action Cam. Ja, das ist eine GitUp 2. Das ist ungefähr vergleichbar mit einer GoPro Hero 4 ungefähr von der Bildqualität. Ja, eine nette kleine Kamera. Ich bin aber nicht mehr ganz zufrieden. Also ich hätte demnächst gerne bessere Bildqualität. Ich gucke mich schon die ganze Zeit immer um, was da in einem vernünftigen Preissegment machbar ist, und wenn ich halt mal irgendwann was finde, dann tausche ich die aus. Im kleinen Extragehäuse zum Draufstellen auch so ein kleines 5 Euro Stativ, ja, zum Halten, nichts Besonderes. 3-4 extra Akkus, nochmal ein kleines USB-Ladegerät für die große Powerbank, und um vernünftigen Ton auch an die Actioncam zu bekommen, habe ich dann nochmal ein kleines Lavalier-Mikrofon zum Anstecken über den USB-Anschluss. Geht bei der Kamera eigentlich ganz gut.
gibt es aber nicht für alle Actioncams. Also es funktioniert nicht an allen Actioncams, an meiner alten zum Beispiel funktionierte das überhaupt nicht. Ja, als kleines Handy für zwischendurch mal zum Filmen oder als absolute Backup-Reserve habe ich nochmal das LG X-Power. Mir war besonders wichtig, ein Handy zu haben, das möglichst viel Akku hat und noch einen Akkusparmodus dazu. Das heißt, mit Flugmodus kann ich damit gut mal 5 Tage lang, ohne es zu laden, auskommen und wenn ich es ganz ausmache, natürlich noch länger. Das Handy war auch relativ günstig. Ich glaube, das kostet mittlerweile nur noch 125 Euro. Und ich muss sagen, das finde ich absolut in Ordnung für das Handy. Ja, die Bilder sind auch ganz in Ordnung. Könnt ihr manche euch auf Instagram angucken. Die Qualität ist nicht die allerbeste, aber es passt schon. Und wie gesagt, das Geilste daran ist, dass der Akku so ewig hält. Und das Nachfolgemodell hat sogar noch mehr Akku mittlerweile. Tja, wie ihr seht, kein großes Hexenwerk. Ja, man braucht nur das Equipment und ein bisschen Willen, sich da rein zu versetzen. Ich muss sagen, insgesamt hat mich mein ganzes Filmequipment gut und gerne 1500 Euro mittlerweile gekostet. Aber das ist, weil ich auch immer wieder nachkaufe. Ich habe 2 Actioncams und. Aber so viel Geld kostet das halt im Endeffekt. Und wenn ich jetzt dann die nächste Kamera kaufe, dann kommt natürlich wieder ein ordentlicher Batzen Geld dazu. Zu Hause habe ich einen selbstgebauten PC. Ja, der hat die neuesten CPU drin und was weiß ich alles. Ja, AMD Ryzen 7. Funktioniert ganz gut zum Schneiden. Ich kann noch andere Sachen nebenbei machen. Und zum Schneiden selbst benutze ich Sony Vegas Pro 13, eine kleine gecrackte Version, die ich von jemandem bekommen habe. Ja, Dankeschön an dieser Stelle. Du weißt natürlich, dass du gemeint bist. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was ich so benutze. Tja, das war auch schon das Video dazu, wie ich meine Videos drehe, ja, und was ist Equipment, ich dafür benutze. Natürlich findest du die Links dazu auch unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich für weitere Videos, denn dann verpasst du keine mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin. Tschüss, tschüss.